dann sollte ich mich gleich muten. Und damit dann herzlich willkommen zu einer Folge Battlefield 4. Dieses Mal bin ich auch nicht allein. Und ich hoffe, er mutet sich nicht, denn das könnte lustig leider werden. Leider Gottes funktioniert ja aus Battlefield aus irgendwelchen Gründen meine Mute-Taste immer nicht. Slash Nickchange Ragey Rod. Ich überlege auch schon, ob ich die Folge Raging Richie oder warum so nenne. Warum habe ich eigentlich die ganze Zeit recht solche bescheuerten Einblendungen mit einem Ausrufezeichen? Und das weil das Neues. Die Anzeigen sind für zu wenig FPS, Ping, Verlust, Serververbindung schwach und so ganzes Zeug. Ping. Okay, da muss ich mir mal durchlesen, was er mir da, was der Künstler mir damit mitteilen möchte. Ignoriere es, solange es läuft. Wir haben da ein Fahrzeug rechts, links schon. Autsch. Ja, warum Raging Richie, der Arme, will so ein Leodog-Tech machen, das, was ich gerade sogar mit mir rumtrage? Ja, genau. Und da sitzt, ja, wunderbar. Der erste kommst. Von den Dreckspisten. Erste von den. Ja, das kannst du vergessen. Da oben sitzt ein Sniper auf dem Dach. Wäre doch für dich perfektes Ziel eigentlich, oder? Ja. Wenn denn die Gold noch vernünftig. Wenn denn die Gold noch eine Waffe wäre, die sie nicht komplett. Ja, genau. Komplett kaputt genervt hätten. Au! Und der nächste. Ja, mich hätte er auch erwischt, glaube ich, der gleiche sogar. Wir also, einen Sniper habe ich gerade gemessert. Wo sind noch welche? Oben auf dem Dach. Von Delta auf Dach und gegenüber Delta, auf dem Dach sind noch welche. Ich gehe mal als NG durch die Runde. Nehmt mich als Spawnpunkt und fertig. Bringt so, was mit. Direkt gegenüber ist ein Sniper für euch, der steht nur stumm rum. Und zielt auf uns. Hit. Wir lenken ihn ab, Richie töte ihn. Anderes Dach ist auch noch einer. Richie umgefallen. Ja, auf der anderen Seite vom Dach auch. Wir stehen da zu zweit. Ihr wollt doch jetzt nicht, dass ich hier ernsthaft auch noch mit der Sniper ankomme, oder? Ich glaube, ich nehme gleich die CS5. Also ich habe ja, gerade die DMR. Gut. Ich kann nur gerade nicht auf dich spawnen, weil du in Combat bist. Okay, der hat mich durch. Viel zu viele Sniper. Viel zu viele Sniper. Ich glaube, der hat mir den Fuß weggeschossen. Ich habe einfach mal hier den mobilen Spawnpunkt. Okay, dann kommt die geliebte Waffe. CS5. Die habe ich ja schon fertig. Ekel, die beschissenste Waffe aller Zeiten, die überhaupt nicht funktioniert. Die funktioniert gut. Ich habe damit die 10 Headshots gemacht. Richtig, ja. Dito. Meine Maus ist schon wieder viel zu langsam, merke ich gerade. Macht dir keine Sorgen. Die Folge davon, ich hatte es ja aufgenommen, aber leider ist die, glaube ich, auch dem Festplattencrash zum Opfer gefallen. Der Luke hat auch ordentlich rumgerentet. Also, ganz... Okami, du fliegst. Ich fliege? Cool. Du fliegst. Da ist ein Hubschrauber, du fliegst, wir brauchen eine bessere Position, hier funktioniert das nicht. Du weißt, ich habe seit fast 3 Monaten nicht mehr gespielt und so lange kein Heli mehr. Ist mir scheißegal, du kannst immer noch besser fliegen als ich. Ach du Scheiße, was wird... Soll ich kurz Gwitty holen? Die hat nämlich ganz gut geflogen auf der Test Range. Ja, warum hat die eigentlich noch kein Battlefield? Weil die nur einen absoluten Rentner-Laptop hat, Richie. Ach so. Das hier sieht gut aus, auch wenn da schon gerade ziemlich viele gestorben sind. Ja, das Land muss ich erstmal wieder üben. Aber du bist ja rausgekommen. Ja. Ah, so fähig. Jawohl, das war schon mal der erste Headshot. Hast du auf der Runde davor nicht einen geschafft? Ich habe 0,5 gehabt, letzte Runde. Okay. Oh, yeah, yeah. Hör auf mich zu schießen, ich will nicht. Ich mag Sniper. Die bleiben immer auf der Position liegen. Schön mit der Impact geholt. Okay, dann kann ich ja jetzt auf einen von euch spawnen. Radio Beacon platziert. Dümpel hier zwischen. Ja, Medic. Schmeiß Medic. Medi tot. Ja, okay. Medic ist weiterhin zu blöd. Ah, dieses Searing, dass sie das immer wieder umstellen muss bei den Scheißwerken. Diese ganzen komischen Felder, die da angezeigt werden auf der Map. Das ist der Cap-Bereich um den Punkt rum, in dem du sein musst, damit du die Flagge capst. Oh, und verdammt, da hat er mich erwischt. Zusätzlich ist jetzt auch reingepatcht, dass du eine optische Anzeige hast, ob ein Gegner über oder unter dir ist auf der Karte. Sehr fein, sehr fein. Ja! Ja, genau. Alles klar. Fick dich, du dämlicher Dreckswichser. Wenn ich mal irgendwann genügend Punkte in dieser Drecksklasse habe, dass ich mir die SRR 61 holen kann, vielleicht höre ich dann auch auf zu runden. Ob das so mit einem Unterschied macht? Wie Panzer. Zu viel Zeug. Und er holt sich um die Ecke rum.
Headshot, bitch. Da! Ich komme über die Kante. Ich komme über die Kante. Er sieht, und in dem Moment, in dem ich ihn sehe, habe ich schon die Kugel im Kopf. Headshot, ich habe alle drei vom Dach weggeholt. Ich habe auch gerade einen Headshot, aber mit der 95 B1. Keine Angst, wir haben auch einen Spawn-Beacon. Oh, jetzt hat er mich erwischt. Also die Spawn keine da oben. Keine Angst, wo die herkommen, kam noch mehr. Ja, ich habe das Spawn-Beacon schon extra da oben nichts kaputt geschossen. So können sie wenigstens nachspawnen und dann kann man sich ein Snapper-Duell liefern. Abfrühstücken, meinst du? Oh, ich hasse es, dass sich das Searing jedes Mal umstellt. Das hasse ich wie die Pest. Ja, das kotzt mich auch an, dass ich jedes Mal auf die auch 200 drehen muss. Oh, ich wollte gerade unseren Mann da oben wegschießen. Ja, los, fang an, unsere Sniper zu ne, es kam Kopf rüber, ich wollte schon drauf drücken und dann sah ich, dass er blau wurde. Ja, unterhaltsam, wenn das ging. Ach, im Übrigen, da auf unserem Lieblingsdach sind auch schon wieder welche, ne? Da drüben? Oder welches meinst du jetzt? Oder meinst du direkt auf Delta? Oder ist er? Oh, ne, er ist auch weg, okay. Ja, das Bombeacon hat irgendwie zerschossen. Ist das nicht? Leider. Gucken wir mal nach Charlie hoch. Es könnte alles so einfach sein. So, einen Headshot habe ich brauche noch 4. Bei mir waren es 2 von 3. Hast du das LEV gesprengt, Junge? Ich bin nicht mal in deiner Nähe. Ich meine auch hier ein Teammate hier. Und nein, er hat es nicht getan. Es hat mich nämlich gerade um die Wand rum erschossen. Ach Gott, dieser Lämmer. Und war so unglaublich dumm, mich direkt vor dem LEV wieder zu beleben und ich wurde gleich wieder erschossen. Danke, da ist Trott. Auch niemand drauf. Medics, die zum Scheißen zu blöd sind. Also, ich mache hier echt was Saudummes. Ich stehe hier so still an der Kante und warte eigentlich, dass aus irgendeiner Richtung mal jemand auf mich schießt, damit ich jemanden spotten kann. Problem ist, der Hubschrauber da oben nimmt uns alles weg. Ja, der frühstückt gut ab. Dann gucke ich mal auf die andere Straßenseite, denn da gibt es bestimmt irgendwo was. Ich auch noch einen Plan. Vorzugsweise irgendwo bei Alpha krebst normalerweise immer was rum. Ja, da fährt gerade ein LEV rein. Praktisch, naja. Schauen wir mal. Also ich bin enttäuscht von den gegnerischen Snipern, dass die nur nicht wieder auf ihrem Dach sind. Double Kill. Haben keinen Hubschrauber. Jo, den ich sehe auch gerade überhaupt keinen von hier oben. Nö, Dito. Verstecken die sich irgendwo? Also den Attack habe ich gerade geholt, der Transport startet gerade. Blakes schießt auf irgendwen? Irgendwas? Ach, auf den da. Ah! Du, das ist, der gehört zu uns, Blake. Auf den brauchst du nicht schießen. Der hat auch gerade unser Teammate zurückgeholt. Tja, dummerweise macht der HVM ja keinen Heli-One-Shot mehr, deswegen hat der Transport-Heli jetzt gerade überlebt. Ah, ich sehe ihn gerade. Da schoppert er. Ja, da ist einer rausgesprungen. Nummer 2. Mal gucken, wo er landet. Ja, oben auf Charlie natürlich. Wo denn sonst? Nee, er geht runter. Er geht ganz runter. Direkt vor uns bei Delta. Auf dem Boden der Tatsachen. So, Heli tot. Kann ich nicht runtergucken. Pilot tot. Small for the win. Wir gehen runter. Es ist jetzt ganz viel fucking Fußvolk. Okay. Reggie, direkt eine Etage unter uns ist er da. Weiß. Ich hab da auch schon einen weggeholt. Da sind noch zwei. Da sind insgesamt zwei sogar. Jetzt sind sie weg. Also der eine hier auf jeden Fall. Okay, das ganze Charlie-Dach ist voll. Das ist auch super. Zwei unterschiedliche Ebenen, ein Gebäude. Gegner. Nein, nein! Ja, welche Taste war Messer? Ein F, ne? Ja. Counter weißt oder F? Sie sind gerade beide mit dem Aufzug hochgekommen und haben mich weggeholt. Dicker. Oh ja, ich hab's. Ah, schade, der ist schon tot. Na, guck, da oben noch einer um die Ecke. Also einer ist da oben gerade gestorben. Wow. Ich hey, wo kommt das denn her? Oh, ich sehe ihn. Ich sah die Straw mir ins Auge fliegen. Charlie oben auf dem Dach, ganz oben. Ja, aber ist gerade tot. Runter, ich sehe ihn gerade runterfliegen. Er ist gerade tot und da springt der nächste. Eigentlich will ich ja die scheiß DMR benutzen. Ah, super. Nein!
Natürlich ja. Springt er jetzt vom Dach, der Ficker. Oh. Ja, da konnte ich leider nicht mal spawnen. Sonst, ich entschuldige mich jetzt schon mal für jede Art von beschissener Aussprache, die ich von mir gebe, aber das ist gerade einfach. Hey, du weißt doch, da freuen sich die jüngeren Zuschauer, das ist genau das, was die wollen. Ach Gott. Rechts auf dem Dach, Vorsicht hinter uns. Ecke war ganz schön. Synchron Heli APG. Jawohl, das war Nummer 4. Jupp, da war meine Kugel einen Tick zu langsam. Das kenne ich ja vom CS5-Spiel sehr gut. Ja, ich habe seine Kugel einschlagen sehen und meine fahren auch auf einem Weg. Ja, okay, das ist ein sicherer Headshot. Und ungefähr schießt eine Sekunde später mit der SR-61, bam, seiner. Du stehst dann nur so, Junge. Vorsicht, da ist wieder einer. Wieder auf dem Dach? Ja, hab ich gemerkt. Da hat mich gerade geheadshottet, der Sack. Ja, mich auch. Der hat uns beide synchron geheadshottet? Ja, die Sniper können durchschlagen. Du kannst, glaube ich, mit der SR-61 7 oder 8 Leute in einer Reihe töten. Wir standen auch saudämlich in einer Reihe. Okay. Da habe ich nicht drauf geachtet, wie wir standen, muss ich dazu sagen. Aber mal. Ah, nach dem Lucky. Nö, auf Echo ist wieder nochmal irgendwas nachgespawnt gerade. Solange es nicht gleich wieder heißt, da ist ein Hubschrauber, flieg. Beim nächsten Mal fliegt Glück. Nein. Auf die Schnauze oder was? Also ich kann mittlerweile so fliegen, dass es nicht sofort abstürzt, aber ich kann immer noch nicht gut fliegen. Übung macht den Meister. Über den Wolken. Ich werde von irgendwo her angeschossen. Und der wird uns jetzt gleich den Panzer klauen. Und er hat ihn uns geklaut. Er kommt aber nicht zurück, der kleine Nasenzwerg da hinten. Könnte Hilfe auf Echo gebrauchen, hier ist so ein Panzer. Ja, kann ich mit meiner Gol nicht viel gegen ausrichten. Wenn ich den ranschleiche. Ich hab noch C4, sagen, stimmt. C4 habe ich dabei. Ich kann mich versuchen ranzuschleichen. Panzer ist direkt unter mir. Lenk ihn ab. Schleife ich gerade von hinten. Au. Okay, er hat mich gerade volley geheadshottet. Er hat doch 30 HP, da reicht ein C4. Jawohl, hat gereicht. Multikill. Und Reggie killt sich selbst. Hast du dich gerade selber C4'd? Ja. Okay. Das war bei mir wieder Leck. Ich habe mein C4 gerade angebracht und gezündet. Als ich gezündet. Der schnell explodiert ist. Als ich ihn schon gezündet hatte. Kurze so. Erinnerung dran, die haben das C4 genervt. Du brauchst für einen Panzer jetzt 3 Packungen, nicht mehr 2. Ist doch super, ich mache eh immer 3 dran. Nö, ich sag's nur. Oh, gut. So ist da jetzt irgendwo mal wieder einer auf dem Dach. Ich möchte gerne die Köpfe abschießen. Ah, links von uns. Ja, schon wieder der. Also rechts. Hier aus der Seitengasse. Naja, der. Okay. Wow, der schießt scharf. Delta Echo auf dem Dach dürfte mal wieder einer hängen. Okay, ich mag den Typen hier. Er schmeißt von sich aus Ammo, ohne dass man ihn fragen muss. Meinst du, musst ihn nicht zweimal in den Kopf schießen? Richtig. Und 5-mal Request Ammo schreiben. Wir müssen hier mal wieder irgendwo auf dem Dach, würde ich sagen. Verlieren Delta, das gefällt mir gar nicht. Voilà. Pistol. Ich mag meine Pistole. Au. Irgendwas kommt auf Delta und schießt in deine Richtung. Ah, ja. Gut, gegen den Spaß. Ich habe nur auf 16 runtergeschossen mit der Pistole. Aber gegen den Spaß habe ich da natürlich mit keine große Chance. Hin? Steht genau bei meiner Leiche. Zwei Mann. Alles klar. Oh, Suppression Assist. Cool. Es gibt kein Suppression mehr. Doch, aber sie haben es dahingehend reworked, dass du Suppression erst kriegst, wenn du eine größere Entfernung zum Typen hast. Ich stand mit der Pistole 5 Meter vor ihm. Ja, ich habe nicht gesagt, dass es funktioniert, wie sie es reworked haben. Es kommt vielleicht auch noch auf eine Waffe an. Wollte es nur noch mal gesagt haben. Da ist gerade was bei Delta auf dem Dach gelandet. Wobei ich auch die Patchnotes vom letzten noch nicht komplett gelesen habe. Kann sein, dass sie da schon wieder rumgefummelt haben. Sniper, komm schon. Und dann merkt er nach der Runde, dass sie 2 oder 3 nicht gewertet haben. Ja, das ist ja immer mal der Fall. Deswegen mach lieber ein paar aufs Reserve. Mhm. Headshots auf Reserve. Das klingt auch so. Ja, das glaubst du, was ich mit den Revives gemacht habe? Da ich auch auf Reserve noch mehr gemacht, als ich gebraucht hätte. Revives machst du ja eh, weil fürs Team und so. Ja. Alter. Obwohl, als ich da Dragon Valley gespielt habe, ich habe echt kaum jemanden zum Reviven gefunden. Das war eine Katastrophe. Ja, weil die Karte riesig ist.
So. Darf ich wieder Zeroing einstellen? Natürlich. War das nicht zwischenzeitlich auch irgendwann mal, dass er sich zumindest nach einmal einstellen in der Runde gemerkt hat für die Waffe? Ja. Da kommt mir jetzt nur so vor. Warum haben sie die Kacke wieder rausgenommen? Cause reasons. Um die Sniper zu nerven. Ja, weil Sniper eine dreckige Mistklasse ist. Ich darf jeden Hass abkriegen, den es irgendwie gibt. Ich spiel sie gerade genauso wie du mit CS5. Also. Ja. Alter! Wieder der Pisser! Es hat noch ein Schuss gefehlt. Na, wenigstens hat der Typ im Attack den noch weggeholt. Ah. Komm schon, ich brauch doch nicht viel. Also noch nicht viel. Ich möchte doch nur noch ein oder zwei Headshots haben, damit ich sicher sein kann, dass ich High Stocktech habe, dann kann ich für heute ausmachen. Er sollte zumindest bis Ende die Runde warten und so lange versuchen, Headshot zu machen, um sicher zu sein. Ich weiß nicht, was passiert. Er geht raus und dann aus irgendeinem Grund wird es nicht gewertet, es fehlt nur einer. Geil! Das hätte ich jetzt echt aufnehmen müssen. Geile Scheiße! Der Typ springt mit dem Fallschirm runter, ich visier kurz an, halt einen halben Meter vor, bumm, Headshot. Ja, so soll es das sein. Nice. Okay, jetzt habe ich wieder Laune, jetzt geht's mir wieder besser. Das war jetzt wieder zufriedenstellend. Kann ich eigentlich irgendwo schon während der Runde einsehen, wie viele Headshots ich habe? Nein. Ich meine nicht. Nichts, wollte gerade sagen, nicht meines Wissens. Was ich auch schade finde und auch schon bemängelt habe. Oh, endlich fangen wir an, diesen scheiß Punkt zu cappen. Junge, Junge. Mhm. Er wirft da Brandgranaten. Ist aber nicht nett. Ich bin nicht. Ich hab immer nur Impact. Da kommt ein Panzer, der wird uns hoffentlich helfen. War gerade so weit kommt's noch. Ja, der will uns nur die Punkte klauen, hier beim Cappen, ich weiß. So. Es ist schön, dass du da hockst, aber ich krieg dich trotzdem, Mädel. Einen Headshot bräuchte ich noch ganz so. Ja, nee. Ich. Vielleicht keine Ammo mehr, das ist ein bisschen nervig. Ah, schade. Oh, da landen gerade 5000 Leute auf dem Delta-Dach. Jupp, gesehen. Naja, nicht ganz Delta-Dach, aber ja, da dran. Okay, ich wurde laut Kitcam von nichts mit einer Diegel getötet, das auch nirgendwo steht. Okay, ist aber ein Spieler. Hab ihn. Cool. Meine P226 hatte was gegen seine Diegel. Tag, Richie. Moin. Oh yeah! Jui. Über die Brücke kommt, glaube ich, wieder einer. Nur fliegen ist schöner. Hack, 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 Schnitzel. Holy moly, der war knapp gerade. Weiß zwar nicht, ob das zählt, aber ich möchte nicht unbedingt in die Hubschrauberblätter fallen. Auch wenn es ein verbündeter Heli ist. In dem Moment steigt er aus und dann killt es dich auch. Ja, genau. Wie oft ich schon von Hubschrauberrotoren zerpflückt wurde. Schade, das war zwar ein Headshot, aber das war mit der P226, der zählt nicht. ich glaube, ja, unser Spawn-Beacon wurde gerade zerfickt. Und jemand sprengt auch gerade Delta. Da kommt was in eure Richtung geflogen, von oben. Hab's gespottet. Direkt über dir, Reggie. Ja, diesmal kriege ich ihn leider nicht so stylisch aus der Luft. Da sind sogar zwei jetzt. Oh, da verabschiedet sich. Ein. Oh, ist das geil. C stürzt ein und mein PC leckt nicht aus. Uhu. Okay. Und der TM-Lar. Den haben wir erwischt. Durchs Gebäude. Wum, wum. Komm. Ich brauche noch einen Kill. Einer geht noch. Einen brauche ich noch. Ich brauche noch einen Headshot. Komm schon. Nur noch 152 Tickets. Ich brauche nur noch einen verfickten Headshot. Ich würde mich freuen, wenn es am Ende nicht reicht. Ich weiß nicht warum. Ja, ey, weil du ein sehr schadensvoll. Ich steig ins Auto, fahr zu dir rüber und schneid dir die Leitung durch.
Das macht euch keinen großen Unterschied im Moment. Ich warte eigentlich schon die ganze Zeit auf Disconnect. Ja, das könnte passieren. Das WLAN-Signal funktioniert dann besser. Es sucht sich seinen eigenen Weg. Die Natur findet einen Weg. Um mal Jeff Goldblum zu zitieren. Oder was? Das Leben findet einen Weg? Keine Ahnung. Das Leben findet einen Weg. Immer einen Weg. Zu lang her. Ah, verdammt. Die letzten Mal habe ich sie auf Englisch gesehen, von daher. Ja, auf Englisch muss ich mir den nochmal angucken. Okay. Der Typ hat mir gerade über 200 Meter einen Headshot mit der G36 gegeben. Ja, doch legitim. Läuft? Nein, nicht mit der G36. Wenn es der erste Schuss war, ja. Nein, aber nur wenn es der erste Schuss war. Die ersten 25 Kugeln sind so dumm um mich rum in den Asphalt geschlagen. Ja, war ein Glückstreffer bei. Der ein Stück vorfahren, dann können wir auch kämpfen. Oh Gott, zwei Panzerchen. Höhe Charlie, komm noch rüber jetzt gerade. Nach Delta. Ah, wir haben wieder gegenüber von Delta auf unserem Lieblingsdach wieder einen anderen Sniper hängen. Oh. Ich kann in Zeitlupe zugucken, wie meine Kugel hinfliegt, wenn ich ihn entdecke. Ich bin gerade bei Charlie. Das heißt, er darf sich so geschätzte 10 Sekunden nicht bewegen. Dann wird's was. CS5 ist Liebe, CS5 ist Leben. Ja, das war definitiv der 5. Headshot. Du brauchst 10, ne? Schweigen. Wie viel? 10. Fick dich! Lies die Beschreibung. Ich dachte, es waren 5. Nein. Ja, gut. Es gibt kein einziges Assignment, für das du 5 Sachen brauchst. Doch, Revives. 5 Revives, wollte ich gerade sagen. Werde ich definitiv das Ding in dieser Runde nicht bekommen. Ja, und die nächste Map ist prädestiniert für Sniper-Headshots. Das ist nämlich, glaube ich, locker. Yay! Auf den Außenrand gehen? Fahr und nicht freuen. Weg, während ich dich repariere, du dreckige Scheißkind. Dass sie das aber auch nicht kapieren, diese Leute. Autsch. Und jetzt hat der Typ versucht, mich mit der RPG zu killen, während ich rappe. Hinter dir, Luke. Ja. Nee, die sind wieder auf dem Dach da, ne? Nee, die sind unten, das passt schon. Leo, haben wir es denn? Suppression Assist mit der Small. Aries, Taurus, Gemini, Leo, ne. 10, richtig. Bleib stehen, während ich dich repariere. Du Arsch. Alter, dass die das nicht kapieren, diese Hornochsen. Weil es Hornochsen sind. Irgendwas schwamm gerade von Bravo hierher in unsere Richtung. Jetzt hat mir irgendwer den Platz im Panzer weggenommen. Ich hasse euch. Ich wollte gerade sagen, da lag Ammo und in dem Moment despawnt sie. Nein! Warum hat das nicht... Warum? Alter! Counter-Skill 98! Yay! Ich hasse dieses Spiel, das ist unrealistisch programmiert. Den Schuss hätte ich normalerweise noch locker über den Daumen reingedrückt. Wir können ja Arma spielen demnächst. Fick dich! Das ist eine Militärsimulation. Das ist alles, aber nichts in der Richtung. Mhm. Stimmt, es gibt viel zu wenig Bier, schlechte Unterkünfte, noch schlechteres Essen. Schlechtes und noch schlechteres Essen. Okay, dann müssen wir Daisy spielen. Und keine LAN-Partys, weil man vor Langeweile nicht weiß, was man tun soll. Und das mehrere Terabyte an Pornos. Schon schweigt, das ist schön. Da steht eine Tech-Boot auf Charlie. Das finde ich nicht gut. Und jemand mit einer L86A2 und halb tot, kommt gerade um die Ecke runter und liegt vorm Attack-Boot am Rand. Oh, ein Spawn-Beacon hat der Hatchi gesetzt. Irgendwas schießt auf mich. Ja. Ich habe aber keine Ahnung, was es ist. Es war gerade echt so, du lädst dir nur deine Spawn nach, auf einmal merkst du so, okay, die rennen rüber von dir aus der Deckung. Wo zum Geier? Hoch, Headshot, hinknien, andere Straßenseite, SVD 12. Mit einem IRNV einfach. Ja, und das Boot hat mich. Dummerweise hat das irgendwer repariert, sonst wäre es down.
So. Gucken, wo standest du? Da standest du ungefähr. Ey, ich werde weggeschoben. Ich werde abgetrieben. Ja, der Server leckt gerade. Oh ja. Ich fange an zu fliegen. Das wäre jetzt natürlich das Geilste, wenn der Server jetzt noch abscheißt. Zählen sie gar nicht, wenn er Pech hat. Ja. 21 Tickets vor Ende. Sehr schön. Und down. Ja, dann sag ich mal, an dieser Stelle. Muss ich die in einer Runde machen oder ist das insgesamt? Insgesamt. Oh Gott sei Dank. Dann sag ich mal, an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten zuschauen aber und wir sehen uns vielleicht bei. Aber da der jetzt abgeschmiert ist, zählt es ja sowieso nicht. Ne? Weiß man nicht, wenn er das nachkommt, geht's noch. Wenn es kann sein, dass er in einer halben Stunde so nachkommt, noch der Bericht. In dem Sinne, tschüss. Na toll. Und